Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ein Meilenstein sei heute beschlossen worden, hat Arbeitssenatorin Nahles gesagt zu dem. Bitte? Die Ministerin, die Ministerin. Ich verstehe Sie nicht. Also, die Ministerin Nahles hat gesagt, ein Meilenstein sei heute beschlossen. Damit meinte sie das Mindestlohngesetz. Ja, mit dem Applaus, der war ja ein bisschen zaghaft. Jetzt wird er stärker, hatte ich gerechnet. Liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, seit vielen Jahren versprechen Sie einen einheitlichen, flächendeckenden, gesetzlichen Mindestlohn für dieses Land. Und was ist heute rausgekommen? Ein Flickenteppich und kein Meilenstein. Der Mindestlohn, den Sie jetzt eingeführt haben, der schließt ganz viele Menschen aus, weil sie ein bestimmtes Alter haben, weil sie eine bestimmte Tätigkeit verrichten, weil sie langzeiterwerbslos waren. Das ist nichts anderes als Willkür, und das wollen wir nicht hinnehmen. Da sollen die Langzeiterwerbslosen in den ersten 6 Monaten ihrer Arbeit keinen Mindestlohn erhalten. Was bedeutet das denn? Das ist Ausgrenzung und Stigmatisierung. Und es ist eine Einladung für die Arbeitgeber, dass sie entweder ihre neu eingestellten Beschäftigten direkt nach der Probezeit entlassen oder dass sie vorher Erwerbslose gleich befristet einstellen. Ist es das, was Sie mit Ihrem Mindestlohn als Ziel verfolgen? Und der Staat bezahlt. Das Geschäftsmodell baut darauf aus, auf Niedriglöhne zu zahlen und den Staat für die ergänzenden Leistungen aufkommen zu lassen. Und alleine in Berlin haben wir 105.000 Aufstocker. Und das, was Sie jetzt machen, wird dazu führen, dass das noch weiter ausgeweitet wird. Gestatten Sie eine Zwischenfrage von Frau Rosche. Bitte sehr. Liebe Elke Breitenbach, das habe ich gerechnet, dass du jetzt da vorne so sprichst, aber du musst doch zugeben, dass das erstmal ein Schritt in die richtige Richtung ist, dass der Mindestlohn heute, der gesetzliche Mindestlohn heute erstmal auf den Weg gebracht wurde. Dass man natürlich nicht ganz glücklich damit sein kann mit diesen Ausnahmen, das ist richtig. Aber dass er jetzt durchgesetzt wurde und das auch noch mit der CDU, die immer dagegen war, denke ich mal, das ist doch ein Fortschritt und das musst du doch wohl zugeben. Also, wenn wir davon reden, ob es kleine Schritte gibt, liebe Burgunde Krosse, wenn du mich fragst, musst du mir auch zuhören, ja? Also, wenn wir davon reden, ob es richtige kleine Schritte gibt, es gibt immer richtige kleine Schritte, aber wir haben jetzt eben keinen flächendeckenden, einheitlichen, gesetzlichen Mindestlohn, wie ihn die Mehrheit in dieser Gesellschaft will und auch die Mehrheit dieser Parteien, sowohl im Bundestag als auch hier im Hause. Deshalb haben wir diesen Antrag vorgelegt. Da komme ich noch mal zu. Gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage? Selbstverständlich. Bitte sehr. Kollegin Breitenbach, ist Ihnen aufgefallen, dass die zuständige Arbeitssenatorin nicht anwesend ist? Das finde ich doch ein bisschen misslich, weil ich glaube, sie hat diesbezüglich noch Fortbildungsbedarf. Ja, das ist mir aufgefallen, das wundert mich auch nicht, aber wenn ich das jetzt als eine Anregung verstehen soll, dass die Senatorin eine Fraktion die Herbeizitierung der Arbeitssenatorin beantragt. Dann warten wir so lange. Gibt es hier zu Aussprachebedarf? Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich darum. Dann warten wir so lange. Sie ist bereits unterwegs, aber wir unterbrechen so lange.
Senatorin ist eingetroffen, wir können fortfahren. So, dann fahren wir fort. Also zu den Ausnahmen der Erwerbslosen vom Mindestlohn hatte ich was gesagt. Eine weitere Ausnahme ist, dass auch Jugendliche unter 18 nicht nach Mindestlohn bezahlt werden sollen. Angeblich, so die Arbeitssenatorin Nahles, aber auch andere, würde das eben dazu führen, dass die dann keine Ausbildung beginnen, sondern lieber als Ungelernte jobben. Das, meine Damen und Herren, halte ich für kompletten Unsinn. Da brauchen Sie gar nicht zu klatschen. Jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Wer heute ungelernt arbeitet, verdient auch mehr als in einer Ausbildung. Und trotzdem suchen ganz viele Jugendliche einen Ausbildungsplatz. Leider finden nicht alle einen. Und die drängen Sie denn in diesen weiteren Niedriglohnsektor. Und denn, wenn Sie so oberschlau sind, dann gucken Sie sich mal in den Ländern um, wo es sowas gibt wie einen Jugendmindestlohn. Wissen Sie, was dort passiert? Die Jugendlichen werden in Armut getrieben und die älteren Kolleginnen und Kollegen werden entlassen und werden verdrängt. Ist es das, was Sie mit Ihrem Mindestlohn erreichen wollen? Sind das Ihre Ziele? Sie können eine Zwischenfrage stellen. Melden Sie sich, werden Sie bestimmt auch drangenommen von der Präsidentin. So, und dann wissen wir ja, ein ganz hohes Gut ist die Pressefreiheit. Ein Mindestlohn für die Zustellerinnen und Zusteller der Zeitungen würde die Pressefreiheit gefährden. Das wundert mich jetzt allerdings, wenn die Presse keinen Zugang zu den Flüchtlingen in der Gerhard-Hauptmann-Schule hat. Dann wird die Pressefreiheit gefährdet. Die wird nicht dadurch gefährdet, dass die Menschen keine vernünftige Bezahlung haben. Deshalb, meine Damen und Herren, liebe Burgunde Grosse, deshalb sagen wir, lasst uns gemeinsam dafür einsetzen, dass es einen flächendeckenden Mindestlohn für alle gibt. Lasst uns gemeinsam den Senat auffordern, dass der Vermittlungsausschuss angerufen wird vom Bundestag, dass weiter verhandelt wird und dass es endlich in diesem Lande einen flächendeckenden, existenzsichernden Mindestlohn gibt für alle. Es geht darum, die Existenz zu sichern, und da darf es keine Ausnahmen geben. Und wir müssen heute diesen Antrag entscheiden. Wenn ihr ihn in Ausschuss versenken wollt, dann hat es sich erledigt. Heute ist der letzte Punkt, weil nächste Woche im Bundesrat wird entschieden.